So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Da bin ich wieder, Leute. Und zwar zocken wir jetzt weiter. In der letzten Folge waren wir jetzt schon so weit, dass wir eigentlich das ganze Gebiet, sagen wir mal, bis zum Dreiviertel erkundet haben. Und ich denke mal, wir werden noch bald weiterfahren können. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt noch erleben werden hier in der Wolke. Und ja, ich würde sagen, wir setzen einfach mal fort. Ich liebe dieses Menü, Leute. Ich liebe dieses Menü. Wir haben einen Plan. Wir werden den Konvoi von ein paar Flusshändlern erobern und ihr Schleppschiff benutzen, um die Brücke zu infiltrieren. Da der Konvoi aber noch nicht eingetroffen ist, hat der Oberst mir die Freigabe erteilt, den Passagierwaggon zu holen, von dem Katja sprach. Dafür muss ich zunächst zum Terminal, um Crests Motordraisine von dort zu besorgen. Eine gute Gelegenheit, die Umgebung zu erkunden. Dann machen wir das doch mal. Die Umgebung erkunden. Ja, am Anfang lädt das immer so lange, Leute. Da kann ich leider nichts gegen tun. Da kann ich nichts tun. Oh, ich bin heute irgendwie total verspannt. Ich weiß nicht. Ich müsste mal Übungen machen. So für den Rücken, Leute, dass man so gerade sitzt. Ich weiß nicht, ob euch das auch so schwer fällt. Dieses gerade Sitzen. Oh, das ist schon manchmal anstrengend. Puh. So, ich bin ja mal gespannt. Also wir haben auf jeden Fall, glaube ich, noch zwei Gegnerposten. Die machen wir aber easy weg, Alter. Die machen wir easy weg. Oh, da sind wir. Da sind wir, wo wir genau in der letzten Folge aufgehört haben, Leute. Also, auf jeden Fall gehen wir jetzt hier mal weiter. Badam, 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 badam. Habe ich schon erwähnt, dass ich dieses Spiel geil finde? Ich meine, gut, in der letzten Folge, ich muss sagen, ich war etwas müde. Oh. Okay, hier ist jetzt Radioaktivität, deswegen muss ich. Du Schweinehund! Wah! So, wenn die schießen, ohne Fragen zu stellen, dann mache ich dasselbe. So, warte, ich mache mal kurz einen Toncheck. So, funktioniert alles. Was erwarten müssen. Oh mein Gott. Und das für 8 Schrott und 7 Dings. Alter, ich hatte es einfach, das war so laut. Das ist immer so laut und wundert euch, nee, wenn diese Viecher da aus dem Wasser kommen, dann kackt die Framerate irgendwie so ein, da kann ich aber nichts gegen machen. Weil ich bin der Meinung, dass die Framerate am Anfang noch besser läuft und dann mit der Zeit, wenn dein PC heißer wird, werden die Frames irgendwie beschissener. Ich habe jetzt mal noch diese Decke abgenommen, die ich da drauf habe. Ja, ich weiß, aber sonst fliegen mir dort die Haare auf die Karte und es ist, oder irgendwelche Fussel, Staubfussel, keine Ahnung. Hey, wer ist dieser Scheiße?
Da ist er! Ups. Beim erstmal so, wer ist dieser Scheiß? Ah, da ist er! Leute, ein Inn. Hey Leute, der Schweinehund versteckt sich hier irgendwo. Wir müssen ihn finden und abmurksen. Oh oh. Schweinehund. You pig dog. Nein! Ja, Mist, ich kann nicht speichern. Da ist der Scheißer! Wo denn? Da ist der! Da ist der hinter dem Betonplatz! How? Oh, yes. Alter, hier drin ist geil. Leute, wir müssen den Schweinehund finden, bevor er uns noch endgültig abhaut. Und wenn ich dich finde, dann schneide ich dich in ganz dünne Streifen. Darauf kannst du dich schon freuen, du Schweinehund! What? Warum will er mich in Streifen schneiden? Kannst du mich nicht lieber in Würfel schneiden? Ich glaube, das ist weniger anstrengend. Würfel anbraten, Salz, Pfeffer. The fuck? Hey, du Hurensohn! Komm raus, bevor ich dich finde! Ich bin jetzt schon sauer genug! Was denkt ihr, wie sauer ich bin, Jungs? Jungs! Ach Jungs, ich loote erstmal hier eure. Also schleichen ist in diesem Game wirklich nicht schwer. Oder den Leuten wieder zu entkommen. Wow. What? Oh, ich war schon angehittet. Aber what? So, Leute, ich habe mir hier einen Tee gemacht. Natürlich einen schönen russischen. Nein, es ist kein russischer, es ist ein englischer Tee. Gibt's russischen Tee speziell? Speziell russischen Tee? Gibt's sowas? Ah, ich müsste langsam mal Licht anmachen. Man sieht mich kaum noch, hä? Oh, naja. Ja, hab ich hier. Und das würde dir noch leid tun. Würde es mir das? Hä? Hat das da habe ich schon gespeichert oder wie? Ah. Okay, Leute, dann knall ich euch jetzt einfach ab. Schnauze voll, Mann. Such dir ein Seil und erhäng dich, du Schweinehund. Denn viel Zeit hast du nicht mehr. Was ist da los? Verdammt nochmal! Da! What? Brauche ich diese Waffe? Why? What? Schon wieder? What?
Vor allem, wenn man hier schon One-Shot stirbt, was ist dann, wenn man auf, man kann noch zwei Schwierigkeiten höher stellen. Dann stirbt man schon, bevor man erschossen wird. Ist das so? Kann das sein? Geht das? Oder man ist schon tot, bevor man überhaupt ins Spiel kommt. Mein Gott, jetzt muss ich die scheiß Pilze wieder einsammeln wegen euch. Okay, come on, dann, jetzt reicht's. Ja, jetzt, ja, leid tun, bla bla, Alter. Okay, ihr wolltet's ja nicht so, anders. Ihr wolltet ja keinen Deal. Kein Deal. Come on, dann gibt's halt keinen Deal. Dann meckert nicht so viel. What? Okay, das verstehe ich jetzt aber langsam nicht mehr. Oder warte mal, doch. Ich glaube, ich muss heilen. Fuck it. Ah, das habe ich vergessen. Stimmt, das heilt ja nie. Ah, das heilt ja nie, wenn man tot ist. Verdammt, Alter. Ein Schuss und ich bin tot. Und da habe ich eine schusssichere Weste, habe ich. Das ist alles wegen diesem Kackvieh, was aus dem Wasser kam. Sorry, Leute, dass ihr mir jetzt straight 5 Minuten beim Sterben zugucken musstet, bevor ich begriffen habe, was... Ich habe kein Leben mehr. Okay, warte, dann machen wir das anders. I kill one. And then I save the game. And then again. I kill one. And I save the game. Du kriegst gleich den Arsch aufgerissen, du feiges Stück Scheiße! Tod! Leute, hier sind irgendwelche Hunde! Ich mach's kurz, Leute! Der Schweinehund! Oh, danke, dass ich mal Munition bekomme. Oh! Er ist verbuggt. Wir werden angegriffen! Da ist der Schweinehund! Oh! Er versteckt sich hinter dem Tank da! Oh. Der Dreckskerl war da unten! Durch die Scheiße krieg ich noch eine Kugel in den Kopf! Ich mach's gut, Leute! Der Schweinehund versteckt sich! Und in 5 Minuten will ich meinen Arsch hier auf dem Tablettenbier bekommen. I love these mushrooms. Ja, das habt ihr schon gesagt. Ich glaube euch das. Sobald ich dich sehe, du Schweinehund, bist du tot. Dreckskerl! Da ist er! Damn it! Sky Gamer, hello! Hello. Es ist gerade alles scheiße. Ich habe kein Leben mehr. Alter, ein einziger Treffer. Ich darf mich nicht einmal treffen lassen. Nicht ein einziges Mal. Verdammt, aufpassen, Leute! Oh, okay, es hat hier... Never mind, Leute. Never mind. Es hat hier gespeichert. Ja. Please, give me this. What? Das ist gemein. Das ist hinterrücks. Hinterrücks. Ich habe gerade eingesammelt. Das darf man nicht. Das ist gegen die Gaming-Regeln. Ja. Das muss zur Anzeige gebracht werden. Come on.
Ich bin jetzt schon 25 Mal gestorben, Alter. Oder waren es 26? Okay, come on, wer hat mich denn hier gesehen, Alter? Du da, hä? Why, Alter? Zwei Schüsse. Zwei Schüsse und er stirbt nicht. Alter. Es braucht... Come on, Alter. Fuck. Ja. Wir haben einen von uns erwischt. Wir werden hier angeschaltet. Alter, die bräuchten bloß da hinten hinkommen, ne? Bräuchten bloß hier hinkommen und die würden mich straight, würden die mich... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin One-Shot tot. Was? Ja, es... Das wird in der Zeitung stehen. Das geht nicht. Es ist... höchst illegal. Ah! Wie viele sind hier drin? Die! Die! Die Schweine haben ihn erwischt! Leute, wir kriegen Menschen! Die! Who you are? Die! Wo bist du? Die! Motherfucker, die! Ja. Wow! Nein! Nein! Ich wollte doch nur kurz gucken! Es ist alles gut. Ich bin nicht langsam verrückt oder so. Nö. Wie viele sind da drin? Haben die übereinander geschlafen da drin? The fuck? Ja, Anzeige ist raus, definitiv. Leute, was zum Teufel ist das da oben? Oh Gott. Okay, warte. Andere Taktik. Andere Taktik. Yeah. Oh Gott. Wie kannst du noch stehen? Da ist er! Wo der? What? Hä? War der nicht tot? What? Der wurde doch tot angezeigt. What? What? Ah! Wo bist du? Hilfe! Oh, hi! Leute, wir kriegen mächtig auf den Arm! Ah! Don't shoot me! Ich ergebe mich! Ah! Panik! 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 Oh! Wie kann mich hier keine... Ah! Hilfe! Nein! Nein! Nein, ich hab keinen. Doch, ich hab eine Granate, aber. Ah, wobei. Warte mal, ich wollte gerade sagen, die bringt mir nichts, aber. Eventuell, Sky Gamer, hast du mich gerettet. Eventuell. Wir gucken mal. Ah, gleich kommen meine Nachbarn wieder rüber. Ich schreie zu viel rum. Aber das ist ja auch ärgerlich hier. Come on. Was sagen die denn immer? Was ist das da oben? Hä? Ich bin hier unten. Okay, warte. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Okay, Granaten. Eine Granate. Naja, aber das nützt mir nicht viel. Ah! Du verdammter Schweinehund! Ich habe keine Heilung dabei. Das ist echt so. Vor allem das Ding ist ja, wenn man nur das Geschrei hört und dazu keinen Gaming-Sound oder sonst irgendwas, dann ist es tatsächlich etwas verstörend wahrscheinlich. Wenn man die ganze Zeit schreit, die, die. Leute,
Okay. Ich probiere nochmal meine alte Taktik. Come on. Vor allem, selbst wenn ich ihm ins Gesicht schieße, stirbt er nicht. Wow. Okay, komm, dann machen wir jetzt, dann campen wir hier. Scheiß drauf, dann eben jetzt eine scheiß Camper-Taktik. Wie oft, wie viele Schüsse hält der aus? Why you don't die? Okay, das ist aber tödlich gewesen, come on. Du bist früher oder später was. Verdammtes Miststück! Scheiße! Yes! Große Bastard ist auch tot. Ich werde jetzt nicht den Fehler machen, wieder hier hervorkommen. Und ich mache den Fehler. Warum kommt jetzt niemand? Oh, na endlich. Komm. Leute, da ist der Schlüssel! Da! Du Miststück! Unser Mann ist der Schlüssel! Oh ja, ihr steckt tief in der Scheiße, Mann. Okay, Sky Gamer, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich lese gleich, was du geschrieben hast. Okay. Da ist der Scheißkerl! Wie viele sind hier drin? Wo schlaft ihr alle? Jetzt schieße ich dir in dein... Jetzt schieße ich dein Ding weg. Wie viel Munition habe ich noch? Genügend. Wow! Alter, ein Schuss hätte gereicht und ich wäre wieder tot gewesen. What the fuck? Nein, da kommt noch einer. Wir haben einen Schlüssel! Schnell weg von hier! Oh my god. Boah, this is not good. This is not good. Okay, warte, ich lasse die Lage sich mal beruhigen. Ich lasse die Lage sich mal kurz beruhigen. Kann ich hier speichern? Ja. Okay, dann haben wir schon mal ein paar mehr weg jetzt. Also das ist jetzt schon mal gespeichert. So, Sky Gamer. Jetzt lese ich deine Nachricht. Ja. Ja, das ist echt so. Ah. Oh, hier steht einer. Was machst du da? The fuck? Oh, ich habe keine freie Schussbahn. Der Waggon. Oh, easy. Noch einer tot, Leute. Oh, ich habe immer Angst, dass da auf einmal einer vor. Du Schweinehund? Ich weiß, wo du bist. Komm raus, du Hurensohn! Aha. Tja, Miststück! Wie viele sind hier noch? Speichern. So, wieder zwei weg. Dieser Schweinehund ist hier. Ganz sicher. Dieser Schweinehund ist hier. Ganz sicher, ja. Behalte dich auf einen verdammt langsamen Tod vor, du Schweinehund! Ja, ja. So, wir haben aber mehr geschafft. Wir sind nie wieder am Anfang. Diesmal habe ich ja gespeichert. Diesmal kriegen wir diesen Hurensohn. Also hier können eigentlich nur noch maximal zwei drin sein, bin ich der Meinung. Also, dann wird's komisch. Ich meine, in Spielen mit Wellen ist das ne. Es kommt mir aber langsam so vor. Und ich werde auch langsam mal das Licht anmachen. Sieht man mich in der Facecam noch gut? Oh, was ist das da unten, Leute? Okay, jetzt müsste da der Typ da kommen, wenn das noch so ist. Nur die Ruhe. Ich bringe den Scheißer einfach vor. Nur die Ruhe. Ich bringe ihn oben. Ganz langsam. Und schmerzhaft. Who are you? Ah, das ist doch wieder der Typ, den ich am Anfang angeschossen habe. Stirb! Leute! Wie hat einer den Adler gemacht? Was hat hier ein schönes Stück Scheiße zum Wie viel sind hier? Sind ja doch noch drei, Alter. Das klingt immer noch nach. Müssen auch langsam alle tot sein. Speichern. So. Jetzt gehst du nirgendwo mehr hin, du Miststück. Jetzt sammle ich mir erstmal den ganzen Scheiß ein hier.
Nein, hier ist jemand. Hier drinnen ist jemand. Oder draußen? Draußen. Hey Arschgesicht! Komm raus, bevor ich dich finde! Du wolltest, dass ich rauskomme, also... Aber einer ist hier noch, oder? Hallo? Also sonst hätte der sich doch ergeben. Ich spiel noch ein bisschen mit, du Schweinehund. Ja, ja, hier ist noch einer. Oh, ich glaube, der ist draußen. Ich glaube, wir können hier erstmal looten. Jetzt kommt er auf einmal so rausgesprungen. Tot! Sagst du eigentlich auch mal wieder GTA auf PC? GTA, jein. Ich denke mal, ja. Aber erst, wenn wieder ein neues Update da ist. Eher sehe ich jetzt gerade nie so einen Grund oder eine Lust, das zu zocken. Aber ja, auf jeden Fall werde ich nochmal GTA machen, denke ich. Red Dead Redemption Online hat sich für mich definitiv erledigt, weil der Online-Modus einfach nur kaputt ist. Der Online-Modus in Red Dead ist einfach nur kaputt. Und solange der nie halbwegs repariert wird, werde ich dieses Spiel nicht mehr anfassen. Also, ich rede nur vom Online-Modus, nie vom Story-Modus. Nein. Das. Easy, Alter. Ich kriege hier übelst viel Loot gerade. Das ist sehr, sehr nice. Das ist sehr, sehr nice. Gib mir den Stuff. Mit Trommelmagazin, Alter. Geiler Stuff. Okay, der andere Typ ist auf jeden Fall draußen. Oh yeah. Fuck yeah, gib mir den Alkohol. Oder was auch immer das ist. Was für GTA 5? Doch, GTA 5 ja. Red Dead Online nein, aber GTA 5 Online ja. Aber erst, wenn ein neues Update da ist, weil sonst sehe ich irgendwie keinen Grund zurzeit halt da was zu machen. Ich habe jetzt auch, glaube ich, ein bisschen Geld wieder gespart, also sobald ein Update draußen ist, dass ich mir was kaufen kann von dem neuen Update. Weil es wurde jetzt öfter mal Millionen geschenkt und so. Boah, Alter, der Zuganhänger hier ist geil, ne? Warte, ist das der, den wir holen sollen? Nee, der steht ja dort oben. Das ist nicht der Zuganhänger. What the fuck? What? Warum ist hier ein Kinderbild? Hä, hey, ich wette, das haben die Entwickler reingemacht. Ist ja geil. Ist ja definitiv ein Kinderbild. Ja, ja, morgst mich trotzdem ab. Weil wenn hier nur noch ein Typ ist, warum ergibt er sich nicht? Vielleicht dann bei meinem Anblick, wenn ich so gefährlich reingucke. Boah, Alter, Leute, guckt euch diese Lichteffekte an. Ist das nicht geil? Gott, ist hier jemand? Alter, das ist so geil, ne? Die Lichteffekte, dieses Raytracing, es ist einfach so geil. Ich will nie wieder ohne Raytracing spielen. Alter, das ist so, das sieht so nice aus mit den Schatten. Okay, da ist nix. Ich sehe absolut nothing. Warum sind hier drin Raben? Oh, okay. Hä? Wie kommt das hier rein? What? So, das speichern wir jetzt. Perfekt. So, und jetzt holen wir uns den letzten, wo auch immer er sein möge. Komm raus, du Schweinehund, bevor ich so richtig sauer werde! Ah, der ist da oben. Gott, bitte sieh mich nicht. Ah. Who are you? Mach dich bereit, Miststück. Das wird doch lustig. Kann ich den mitnehmen? Nee. Hä, von wo höre ich den denn? Oh, da ist noch ein Pilz, den ich vergessen habe. Mist. Hä, wo ist der? Hey, du Schweinehund! Wo zum Teufel versteckst du dich?
Ja, ich frage mich gerade, wo du dich versteckst. Oder ist er draußen? Ah, ich sammle hier erstmal ein. Boah, ein Fernseher. Oh, kaputt. Tut mir aber leid, sorry. Man läuft hier ein Tonband oder wo ist der Kerl? Ich weiß nicht, warum ich das aufnehme. Wenn ich mit dem Brückenmechanismus fertig bin, werde ich zu den Dämonen geschickt. Ich werde nicht einmal die Chance haben, meine Hände reinzuwaschen. Und tschüss, würde ich mal sagen. Keine Chance mehr, hier zu leben. Nur unterwegs hatten wir eine gute Zeit. Aber Katja und Nastja, verdammt, wie auch immer. Oh, Diam. Ja, du, der du das hörst. Wenn sie noch leben, dann hilf ihnen. Ansonsten gibt es niemanden, auf den wir uns verlassen können. Und sag ihnen, dass ich sie liebe. Mach ich. Das sind übrigens diese zwei, das Kind und die, die wir am Zug haben, um die das ja gerade ging. Ah. Warte mal, das ist doch unser Waggon hier, ne? Leute, das ist doch unser Waggon. So, das ist also doch unser Waggon. Ich wusste es doch. Alter, wo ist der Typ? Ich frage mich, wo du bist. Entweder bin ich die ganze Zeit an dem vorbeigelaufen. Was mache ich? Vor allem ist er hier ganz alleine. Geil. Boah, Alter. Pass auf, du Schweinehund. Du kannst dir schon mal die Hose voll scheißen. Denn wenn ich... Was ist da los? Verdammt nochmal. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Der Hurensohn ist hier. Wo? Rennt der weg? Lass uns von hier verschwinden, solange es noch geht. Verdammte Scheiße! Ich ergeb mich! Ich glaube, wo ich den gerade gekillt habe, ist irgendwas passiert. Ich glaube, es gibt hier in diesem Game auch zwei Enden. Und ich glaube, es kommt darauf an, wenn man hier Leute einfach killt, wie ich das gemacht habe, der sich ergeben hat. Aber Alter, was will ich mit diesen scheiß Gangstern? Dann kriegt man, glaube ich, ein schlechtes Ende. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe diesmal gedacht, komm, wir machen mal jetzt nicht unbedingt das gute Ende, sondern ich mache einfach mal, wie ich denke diesmal. Ich mache einfach mal, wie ich denke. So, wie hole ich den... Wie soll das jetzt... Also, wie hole ich den... Hä, wie hole ich den denn ohne... I don't know. So, wo sind wir denn jetzt? Hier. Okay, wir gehen jetzt den Teddybär holen. Ja, ich weiß, ein Teddybär. Und dann gehen wir noch zu dem anderen Fragezeichen erstmal, dass wir dort vorne alles mal machen. Genau. So, aber ich mach mal kurz Licht an, kleinen Moment. So.
Es werde Licht. Okay. Oh. Ich kann mich ja mit der Karte drehen. What the fuck? Hä, ist das eine Waschanlage für Züge gewesen? Hä, lol. Das war eine Waschanlage für Züge. Das ist ja cool. Ein Schuss. Kann mir mal einer sagen, warum ich jetzt nur einen Schuss brauchte, aber manchmal brauche ich 20 Schüsse. Mir kommt das ja mal so willkürlich vor, wie die sterben. Ja, und schon brauchst du wieder 20 Schüsse. Stirbt einfach nicht. Geht's denn hier hin? Oh. Oh, das sind Häschen. So, mach mal ein kleines Feuerchen an hier. Soll die in Kassettenrekorder liegen? Auf jeden Fall ist das voll die geile Base hier, Alter. Schön verwinkelt. Geil. Hier kann man schön sitzen. Kann man? Ja, man kann. Oh yeah. Alter, wir haben schön viel Stuff. Okay. Leute, it's working time. Ich würde sagen, oh, wir reinigen erstmal die Waffe. So, wir reinigen auch diese Waffe, aber wir reinigen nicht diese, weil das lohnt sich nicht. Die benutze ich eh kaum. Ich weiß gar nicht, wofür ich die benutzen soll, weil die ist einfach nur scheiße. Okay, Rotpunkt. Halt. Halt.
Ich drücke mal falsch. So. Auf jeden Fall, I need life. Oh, als ob das schon wieder so viel gekostet hat. Oh, ho, ho. Okay, da habe ich zum Glück noch genug. Eine Bombe. Wie viel kostet die? Ah, zu viel. Die Dinger sind eh scheiße. Oh. Oh, stimmt, warte mal, ich hatte doch... Ah. Ich habe was Verbessertes. Was ist das eigentlich? Oh, das ist unsere Taschenlampe. Ja, die würde ich gerne mal verbessern. Das habe ich schon... Oh, mein Telefon? Klein Moment, Leute. Klein Moment. Sorry, Leute, der Bäcker hat mir meine Brötchen gebracht. So. Weiter geht's. Oh. Standardlauf und Mündungsbremse bietet einer nicht. Oh, ja, das ist natürlich... Also, das ist natürlich... Da kann man nichts sagen, ne? Das ist... Das ist schön. Mich nervt, dass man für alles diese scheiß Säure, Alkohol oder was auch immer braucht. So, wir schlafen aber jetzt mal bis zum Tag, weil ich verabscheue zurzeit die Nacht. Letztens war ich extra nachts unterwegs, aber jetzt, seit es diese Zombies gibt, will ich nicht mehr nachts unterwegs sein. Boah, Leute, das sieht so geil aus, ne? Oh, ist das sexy, Leute! Piep, 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 piep. Hm. 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 Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Raus. Raus, 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 raus. Ja, 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 ja. Rein, 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 rein. Lass mir das wieder alles laden. So, alles geladen. Boah, Alter.
guckt euch die Spiegelung im Wasser an. Das ist, warte, ich zeige euch, was das ist. Ich zeige euch, warum diese Spiegelungen im Wasser so sind, wie sie sind. Und zwar deswegen. So, aber halt aus. Fousing. Ich mach mal kurz den Fousing aus. Ich will mal wissen, ob das an den Frame-Einbrüchen schuld ist. Ein paar Sachen können Performance fressen. Vielleicht ist es der Fousing gewesen. Was zur Hölle ist das da vorne? Wisst ihr, was ich geil finde? Dass man das hat. Das ist eine Ampel. Seht ihr, jetzt haben wir es gesehen. Da vorne brennen Feuer. Map, die Karte kann uns weiterhelfen. Wir sind jetzt... Oh, wir müssen zum Teddy. Und zwar ist der Teddy da. Ich liebe diese Karte. Die Karte ist echt geil. Das ist echt eine nice Map. Dass man die so selber in der Hand hat, das finde ich echt nice. Boah, Alter, man weiß hier gar nicht mehr, wo man überall war, bei diesen ganzen Anhängern hier. Hier laufen. Kann man nämlich nicht laufen. Oh Gott. Sowas kapiere ich immer ganz schnell. Was ist hier? Das klingt wie ein Pferd. Okay. Ja, das ist ein Pferd. Leute, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel, ich möchte es heiraten, ich möchte ein Kind von diesem Spiel. Es klingt, als wären hier noch irgendwo Viecher. Okay Leute, wir verhalten uns still. Ganz leise. Oh. Okay, es hat uns nicht gesehen. Bleibt ganz ruhig. Das hat uns definitiv... komme ich hier durch? Nope. Scheiße, ich glaube, ich komme hier hinten nicht mehr lang. Why? But why, Leute? But why? But why? Okay.
Digga! Alter, so viel Kugeln hält immer ein gepanzertes Tier aus, Alter. Also ich wünschte tatsächlich, die würden ein bisschen schneller sterben. Ich finde das manchmal einfach zu willkürlich, das habe ich jetzt schon öfter gesagt. Weil mal sterben die beim ersten Schuss und das nicht nur bei Headshots. Bei Headshots würde ich es ja noch verstehen, wenn die immer nur bei Headshots sterben. Nee, manchmal schießt ihn einmal in den Arsch und die sind tot. Und manchmal schießt du 25 Mal und nichts passiert. So, ich wechsle jetzt mal die Waffe. Ah, guck dir deinen toten Kollegen an. Siehst du, was mit dir passiert, wenn du nicht nee, hörst. Der wurde wohl angeknabbert beim Angeln. Alles gut, Buddy? Oh, der hat sogar ein paar Fische gefangen. Geil. So, achso, wo ist der Teddy? Wo ist der Teddy? Oh, er ist mehr nach rechts da. Zumachen. Bitte. Hui. 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 What? Was war das? Hui. Das werden wir dann sehen später, was das ist. Und du, Kumpel, hast du noch was dabei? Kumpel, hä? Hast du noch was dabei? Wow. Wow. Sorry. Das ist... Sorry, warum leuchtest du jetzt? Sorry. Why? Alter, du läufst aus. Was? What? Warum leuchtet das Blut? Ah! Wobei, stimmt, es ist gar nicht so unrealistisch, dass das in der Sonne leuchtet dann. What the fuck? Das Spiel ist genial, Leute. Das Spiel ist einfach genial. Kann ich das anmachen? Nee. Alter, wo ist das Vieh? Okay, der hört ab. So, wir suchen jetzt den Teddybär. Warte, ist der hier? Oder ist er noch weiter? Warte, der Teddybär muss direkt dort sein. Oben drauf oder wo? Oh, ich wette oben drauf. Ich meine, so ein fliegender Gargoyle hat den. Fliegend. Ich wiederhole, fliegend. Meint ihr, man kann darüber? Nee, die Rohre, das geht, glaube ich, nicht. Ich denke mal, dort oben wird man hier rein können. Das sieht doch gar nicht austexturiert aus, da oben. Ich glaube, an dem Ding hat man ein bisschen an Texturen gespart, kann das sein? Das sieht man schon aus der Entfernung. Guckt euch mal die Rohre an. Dann guckt euch mal das Ding an. Ey, Kumpel, das brauchst du nicht mehr, oder? Yeah, yeah, yeah. Zuschauer, wo seid ihr? Ich brauche Zuschauer. Warum? In manchen Let's Plays, Alter, ist gerammelt voll mit Zuschauern und jetzt mal wieder tote Hose. Ich weiß nicht, ich glaube, ich streame einfach zu den falschen Zeiten oder so. Look at this dude. Look at this dude. Der mich nie sieht, Alter. Fuck. Blind, oder? Ah. Natürlich. Aber natürlich. Aber natürlich. Ach, natürlich ist der Gargoyle oben. Natürlich. Nach 80 Tagen ist er immer noch hier. Oh mein Gott. Warte. Definitiv speichern hier.
Kann ich hier durchfallen, bitte? Oh Gott. Leute, unsere erste Begegnung mit einem Gargoyle. Oh Gott. Oder wie sie... Ne, wie wir ihn nennen. Demon. Ein Demon. Hoffentlich fällt die Leiter ein. What the... What the freaking hell? Oh man. Wait. Für alle Fälle die Bombe. Für alle Fälle. Warte mal, nicht nur für alle Fälle. Oh oh. It's too late. Okay, Bosskampf. Bossfight. Ja, ich bleibe einfach hängen. Nice Bossfight. What? You die? You die? You die? You fucking creature? You disgusting creature? You die? Okay. Er ist gestorben. Er ist tot. Boah, Alter, trotz... Vor allem, Leute, das Ding ist, ich wollte wegrennen. Und das ist so dumm. Man bleibt manchmal einfach hängen. Warte, ich laufe jetzt mal hier rum und sag euch, wenn ich hängen bleibe. Ich laufe einfach ganz normal. Ganz normal. Okay, ja, jetzt bleibe ich natürlich nicht hängen. Schmutz. Man könnte hier richtig so runterjumpen. Alter, wie diese Viecher aussehen. Die Flügel sind ja echt cool, Alter. Aber das Gesicht. Was soll das sein, Alter? Was ist los mit denen? Und was ist... Was ist das für ein Gedärmhaus, Alter? Oh, der Teddy. Hm. Der Teddy Bear. Errungenschaft freigeschaltet. Was liegt hier noch? Was ist das? Ein Kinderfahrer? Was will der Gargoyle damit? Heck, Alter. Ich dachte, als ob hier noch irgendwas Cooles ist. Die bauen also diese Nester. Aber so overpowered, wie ich dachte, sind die Gargoyles tatsächlich gar nicht. Es geht. Kriege ich eigentlich Damage mit Feuer? Ja, ja, ja. Aua, aua. Okay. Ich wollte es ja nur mal ausprobieren. Oh Gott, das geht schief. Oh. What? Kann ich das? Ach, das. Okay. Was ist das? Oh. Warum kann ich die Munition nicht mitnehmen? What the fuck? Hier hängen haufenweise Kugeln und ich nehme die nicht mit. Das ist natürlich disgusting. Oh, ein Fernglas hätte ich das jetzt hier gefunden. Hast du was, Buddy? Ne, oh, 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 oh. Oh, oh. Hier oben was? Ne. Okay, ne, ich geh mal hier wieder runter. Oh. Ich geh mal hier wieder runter. Okay, fällt jetzt noch was ein. Dann werde ich böse. Alter. Das triggert immer wieder. Sowas finde ich manchmal peinlich. Von Entwicklung her. Reicht das nicht, wenn das einmal triggert oder maximal zweimal? Oh, hier hatte ich einen Pilz. So, erstmal wieder speichern. Das darf man hier echt nie vergessen. Ich meine, das Spiel speichert auch gerne. Okay, das habe ich noch auf. Aber warum ist das hier nur ein Stück, was so radioaktiv ist? Nur so, nur diese Mitte hier. Oh. Wegen GTA können wir dann mal zusammen... Ja! Ja, auf jeden Fall. Klar. Da habe ich gerne gesagt, in Story-Spielen oder so, ich meine, hier geht's eh nicht, mache ich das nie so gerne mit zusammenzocken, weil da will ich halt die Story machen. Aber so in die GTA 5 und so, da kann man klar, auf jeden Fall.
Können wir gerne machen. Warte, warst du das, den ich... Doch, dich hatte ich geaddet schon auf PlayStation. Stimmt, ja. Ich erinnere mich. Ich habe jetzt immer gesehen, wenn du online warst, ja. What? Verstehst du es jetzt, du Dummkopf? Ach, das sind das Dorfbewohner. Die sind nicht gefährlich. Pilz. Oh, lass mich doch durch. Ich habe so viel von meinem Ding zu schwimmen. Ist hier ein Pilz? Leuchtet das hier gut? Schön, dass ich das euch verlasse. Ich wünschte, du hättest ein Leben, das vor dem Krieg war. Elektrik. Einer von Ihnen! Ein Ketzer! Ja, verdammt! Wer ist das? Hallo. Du bist einer von den Zugleuten, nicht wahr? Ja, bitte. Tja, dann sei gegrüßt, mein Freund. Oh, okay. Alter, ich hab gerade überlegt, ich hab die Waffe hochgenommen. Ich wollte eigentlich abdrücken, aber ich dachte nochmal, okay, komm, eine Chance noch. Das ist hier immer so dieses Gefühl, Alter. Was, du hast mir hier geschrieben? Achso, ich habe die PlayStation gerade gar nicht an. Hast du? Echt? Weiß ich gerade gar nicht. Kann sein. Muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall geaddet habe ich dich, ne? Das habe ich gemacht. Friede sei mit dir. Du scheinst aus einer ziemlich fortschrittlichen Gegend zu kommen. Deine Ausrüstung ist der Hammer. Ich mag den Typ. Satanische Bagatellen. Siehst du, Junge, er ist ein guter Mann. Er weiß, wie man sich benimmt. Kein Grund, so nervös zu sein. Du solltest nur nicht sauer auf die Einheimischen sein. In letzter Zeit gab es halt viele Angriffe, daher sind sie etwas aufgebracht. Und Silantius... Die Banditen habe ich doch alle schon für euch erledigt. ...verpasst ihnen ständig eine Gehirnwäsche. Sündige Worte, Papa! Siehst du den hier? Das ist mein Sohn. Ja. Hier macht man, was Silantius sagt, sonst hat man Probleme. Ich habe gehört, dass Crest sich euch angeschlossen hat. Das ist gut. Warum hast du ihn ausgeschaltet? Lass ihn doch laufen! Das ist eine Sünde, Papa. Das begreift sogar der Ketzer. Ich habe gehört, dass Crest sich euch angeschlossen hat. Das ist gut. Er ist ein guter Mann. Es wäre eine Schande, wenn er wegen nichts sterben müsste. Er ist auch ein harter Kerl. Und danke, dass ihr Katja und ihr Kind aufgenommen habt. Es war so chaotisch hier. Das ist ein guter Mann. Ich würde ja auch mitkommen. Ich kann auch schießen. Sehr gut sogar. Direkt nach dem Krieg war es hier wie in diesen Westernfilmen. Aber ich habe einen Sohn. Aufgrund der Dummheit seiner Mutter ist er jetzt ein Fischanbieter. Er will hier auf keinen Fall weg. Und ich kann den Dummkopf doch nicht alleine lassen. Er steht genau neben ihm. Weißt du überhaupt, was ein Film ist, Junge? Hast du schon mal davon gehört? Das ist eine Sünde, Papa. Eine Sünde, solche Dinge über uns zu sagen. Halt dein Maul. Insbesondere zu einem Ketzer. Sünde, Sünde! Du bist wie eine Schallplatte mit Sprung! Benutz dein Hirn! Ist echt so. Du siehst, wie es hier läuft. Ja. Naja, du solltest jetzt besser gehen. Sonst sieht dich noch jemand bei uns. Hör auf, die Waffe auf mich zu richten, Bruder. Steck sie einfach weg. Ich richte die doch gar nicht auf dich, Alter. Darf mich doch bei euch bedienen, oder? Oh, ich kann ja sogar an euer Dings. Easy. So, als erstes mal... Bam. Bam. Oh, was gibt's denn hier? Ah. What?
Metalldetektor. Springe ich vor der zum Big Bang. Okay. Kompass. Den scheiß Kompass brauche ich eigentlich nicht. Metalldetektor, dann mache ich den da drauf, Alter. What? Als ob die wieder komplett schmutzig ist. What? Das mit dem Schmutz ist ja echt overpowered, ne? Ich finde, das mit dem Schmutz ist wirklich overpowered. Nö, ich sehe es gar nicht ein, die Waffen zu reinigen. Erlös ihn bitte, ne. Ich kann... Ne, die, ne. Die Banditen habe ich ja alle erschossen, aber die lasse ich leben. Komm, ein bisschen Menschlichkeit hier muss schon noch sein. Im Game. Ich meine... Russland ist sowieso schon raus, Pflaster. Und alles Gute für dich. Vielen Dank, Mann. Haut rein, ihr zwei. Ja, er schießt das Radio. The fuck? Ja, er schießt das Radio. Schieß! Okay, ich mach's wieder an. The fuck, Alter? Was sind das für zwei Vögel? Genau, ich bringe einfach nur seinen Sohn um. So, den Teddy haben wir. Was sagt denn Map die Karte? Bam, badam. Da oben ist noch ein Fragezeichen. Da gehen wir jetzt hin. Ja. Was sind das immer für... Ja, stimmt, das ist dieser Metalldetektor. Hast du eine Ahnung, wie viel ich recht allein für die Batterien bezahlt habe? Du Verdammter! Erstens ist es eine Sünde. Zweitens hast du gerade einen Ketzer mit seiner Höllenmaschine mitgebracht. Dem Fisch sei Dank, war er friedlich. Aber nächstes Mal haben wir vielleicht kein Glück. Und außerdem könnte es jemand hören. Dann würden wir beide nicht ungestraft davonkommen. Lass uns einfach nach Hause gehen und das Treffen mit dem Ketzer vergessen. Und deine technologischen Sachen auch. Als wenn nie etwas geschehen wäre. Also gut. Auf geht's! Versprich mir nur, dass du so etwas nie wieder machst. Bring mich nicht in Gefahr. Meine Lenker und ich werden dir nächstes Jahr ein Enkelkind bescheren. Versprich mir also, dass du ihm nicht diese technologischen Ketzereien in den Kopf setzt. Das ist eine Sünde. Oh Mann, der hat viel Spaß im Leben. Much fun, euch zwei. Aber das finde ich geil, wenn man so weggeht und dann passiert noch was. Guck mal, hätten wir die jetzt erschossen, hätten wir das alles gar nicht mitgekriegt. Ich fand, das war eine lustige Begegnung. Was soll das bedeuten jetzt? Ah. Ich weiß nicht mehr, dass Gepiepe auf Dauer auf den Sack geht. Wobei ich das vielleicht jetzt gar nicht entdeckt hätte ohne das Gepiepe. So, map die Karte, wo bin ich? Oh, okay, ich muss definitiv hier vorne irgendwo rüber. Ah. So, hier bin ich jetzt zum Beispiel schon wieder hängen geblieben. What? Ist das schon wieder neuer? Oder ist der alte irgendwie wiederbelebt?
Creepy. Okay, hier hinten wird nichts mehr sein, denke ich mal. Wir gehen mal hier runter. Oh Gott. Oh, bitte keine Zombies, Alter. Wenn ich... Oh mein Gott, natürlich. Natürlich sind hier Zombies. Why? Gott, wenn ich was hasse, dann sind es die Zombies, ey. Kann man dieses Ding benutzen hier? Ne. So, ich hoffe, die Frame-Lags sind hier zu schlimm oder so. Okay, hier ist definitiv nichts. Wow. Au, der hat da sein Nest. Krass. Alter, genau im Zombie-Gebiet ist das Fragezeichen. Aber... Wie geht's? Oh, mir geht's eigentlich echt gut. What the fuck ist das, Alter? Gerade frisch geboren? Sieht aus wie ein Nacktmull. Ja, doch, eigentlich ganz gut. Ich habe noch Urlaub, von daher alles perfekt. Und bei dir, Skygamer, wie geht's dir so? Wie läuft der Alltag, die Schule? Wow. Ey, der hat mal noch Klamotten an. Mich nervt, dass das hier immer gleich so viele auf dem Haufen sind, ey. Kann in die Gebiete gar nicht wirklich rein, das ist... Weil die sind genauso, Alter. Manchmal braucht man 20 Millionen Schüsse. Und dann sind die auch immer so eng zueinander, dass die, man die gar nicht abstechen kann oder so. Oh. Ich will das Messer haben. Okay, das hier war auf jeden Fall mal so ein Bahn... Umschlagplatz. The fuck, aber wie sollen wir... Hä? Sollten wir nie über dieses Drehding drüber fahren? Hier kann man nichts mehr befahren, Alter. Okay, ganz so schlecht ist dieser Metalldetektor doch, ne. Okay, definitiv speichern. Abbösen Streit mit Freunden. Oh. Das ist natürlich nicht gut. Das ist nicht gut. Das musst du wieder hinkriegen, Skygamer. Streit ist nie gut. Ich meine, es passiert. Kann man nichts machen, aber... Kann ich da hoch? Hä? Voll aus, das könnte ich da rein, Alter. Boah, das Springen in dem Game, ne? Ah, shit. Also entweder piept das hier unten oder da oben ist was. Ich weiß nicht, warum jetzt die Frame... Das Gefühl ist immer, wenn mein PC heiser wird dann. Oh, sieht schlecht. Oh, das ist aber nicht gut. Das ist nicht schön. Ich hoffe, du kriegst das wieder hin. Ich hoffe, das wird wieder. Ich frage mich gerade echt, ob man hier irgendwie hochkommt. Ich wette, man kommt hier irgendwie hoch.
mit dem Springen ist ja manchmal so beknackt. Ja, das piept ja definitiv dort. Hier ist ja nichts. Aber how? Warum piept das? Achso. Von da oben? Nee. Komm ich auch nie hoch. What the fuck? Von hier komm ich auch nie hoch. What the hell? Ja, es ist definitiv hier drin, aber... Hier komme ich definitiv nicht hoch. So, aber was genau soll jetzt hier sein? Das Fragezeichen ist definitiv in einem von diesen Lokschuppen. Ich meine, gut, dann lassen wir halt ein bisschen Loot hier. So schlimm ist es ja nun, ne? What the fuck? Why sind die Leichen hier eingepackt? Why gucken die Füße hier raus? What the heck? Die sind ein bisschen komisch platziert. Warum sind hier... What? Seltsam. Warum liegen hier eingepackte Leichen? Wer hat die eingepackt? Ja, Mann. Dein Zuhause. Ich wollte dich, Sky Gamer, ich wollte dich gern besuchen, aber ich komme nie hoch. Du hast keine Leiter zu deinem Haus. Ich komme leider nie hoch. Ich wette, irgendwie kommt man da hoch, aber... Ah, okay. Da ist ein Vieh. Bitte lass hier doch einfach mal nur ein oder zwei so eine Viecher sein. Die Speed. Und natürlich. Das Piepen wird helfen. Oh Gott. Boah. Du hast nichts gesehen. Hier ist niemand gewesen. Dieses Piepen macht mich so nervös hier. Ich weiß, dass die Viecher das nie hören können, vom Game her, aber... Es sitzt jetzt da oben fest, hä? Okay, scheiß drauf. Oha! Double Kill! Oh Gott, das waren wieder mehr, als ich gesehen habe. Hä? Von was? What? What? Der kommt durch die Wand. Scheiße, ich kann gerade nicht speichern. Wow, ist das ein Alpha? Boah. Digga. Kann ich speichern, bitte? Ich mach dieses Vieh hier nervös. Why? Ich hab gar keinen Kampf mehr. Oder will hier noch jemand mit mir kämpfen, hä? Will noch jemand? Vor allem, wie extra steht im Kampf unmöglich. Es ist unmöglich. Das geht überhaupt nicht. Was für Kampf, Alter. Ich kämpfe nicht mehr. Lass mich doch speichern, Alter. Bevor mich irgend so ein Vieh noch wieder dahin rafft. Du hast was dabei, oder? Nee. What the fuck? Hä? Hey. Ich weiß nicht, was mit der Performance los ist. Vielleicht kannst du mir helfen, Sky Gamer. Vielleicht hast du Ahnung davon. Ich meine, klar, Qualität oder so könnte ich immer... Ich meine, ist V-Sync? Hast du eine Ahnung davon, ob das hilfreich ist, was Performance angeht oder ne? 6 Follower, wo? Bei Twitch oder woanders? Nvidia Ultra DLSS. Ja, das weiß ich auch mal nie genau. Das sind so immer drei Sachen, die ich nie weiß. Dieses V-Sync weiß ich immer nie genau. Dieses DLSS weiß ich nie genau. Ja, das kann ich sowieso nie anmachen hier.
keine Ahnung. Nimm mal. Bewegungsschärfe. Ja, komm, die muss schon gut sein. Ich habe halt keine Ahnung. Ah, okay. Alles gut. Auf Twitch. Ja, also zurzeit, ich muss sagen, damals ging's. Dieses eine Jahr, wo ich angefangen habe, ging das richtig gut. Bis wo ich jetzt 118 Follower so habe, ging das echt gut. So, und jetzt, aber seit neuestem, ich krieg vielleicht im Monat einen Follower. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich mache dasselbe wie immer. Na gut, vielleicht streame ich ein bisschen weniger. Vielleicht liegt es daran, aber... keine Ahnung. Ich meine, ich will jetzt nie der ultimative Twitch-Streamer werden, aber natürlich so... was weiß ich, so was würde ich mir wünschen. Ich meine, 500.000 wären schon cool. 500.000 Follower, ich meine, klar, das ist definitiv nie realisierbar gerade, aber kann ich nur halb? Ich mach mal Pausing halb. So. Ja, ich hoffe, diese Performance-Lags stören euch nicht zu sehr. Ich habe halt keine Ahnung, wie es im Stream rüberkommt. Hier kommt es manchmal etwas nervig rüber beim Spielen, aber es geht. Ich habe auch das Gefühl, umso mehr so geschossen wird, naja gut, ist ja klar, umso mehr geschossen wird, ist halt die Performance auch im Arsch, aber es ist ja irgendwo logisch. Alter, kann mir mal einer sagen, was mit dem Hänger passiert ist? Ich meine, ich verstehe, da oben ist ein Stein drauf geknallt, aber wieso? Der sieht aus, als hätte man den wie eine Dose zusammengedrückt. Wow. The fuck? Der greift die Viecher. Nimmt er die mit? Oder greift er die nur an? Hm. Kann ich das jetzt mitnehmen? Danke. So, aber warte, habe ich das Fragezeichen hier immer noch? Ach nee, alles gut. Das Fragezeichen ist weg. Okay, dann gehen wir weiter. Es war halt nur wegen diesen Zombies. Ich weiß zwar nie, was das jetzt genau bringt, dass ich jetzt weiß, dass hier Zombies sind, aber... ja. Oder kann ich diese Gebiete clearen? Ist das deswegen? Dass die dann hier nicht zurückkommen? Ich habe keine Ahnung. I don't know. Aber ich habe das Gefühl, ich werde besser im Spiel. Manchmal verkacke ich wieder komplett. Das freut mich, Sky Gamer. Da freue ich mich. Ich bin immer froh, es kommt nicht drauf an, irgendwie, dass ich Twitch-Streamer bin, um irgendwie davon leben zu können oder Spenden zu kriegen oder Subs oder sonst was, sondern einfach, dass im Chat was los ist. Das wünsche ich mir so. Hatte ich ja jetzt bei Detroit, war ja ganz cool gewesen, wo ich das gespielt habe. Da waren ja ganz paar Leute da. Aber ich wünsche mir einfach nur, dass im Chat mal ein bisschen was los ist, dass man auch... ja, weil manchmal teilweise, wenn ich halt alleine im Stream bin und spiele, dann passiert es mir oft, dass ich einfach gar nichts mehr sage so, sondern mich übelst konzentriere. Weil ich halt vergesse, überhaupt zu quatschen und so. Das ist dann leider so. Wow. Ich habe immer das Gefühl, das ist so träge. Ich wünschte mir, warte mal, kann man das... Bewegungsschnelligkeit, dass man sich schneller umdrehen kann. Ich glaube, das ging hier auch. Ne. Zielmodus halten. Ja, warte mal. Lol. Warte, geht das? Ach, scheiße. Ich brauche mal irgendwas zum Einsammeln. Ich brauche mal dringend was zum Einsammeln. Lol, man muss das im Spiel umstellen. Das hatte ich aber auch noch nie. Ich brauche mal schnell was zum Einsammeln, damit ich sehe, ob das funktioniert hat. Wenn es jetzt Viereck anzeigt, dann hat es funktioniert. Oh, es funktioniert. Oh mein Gott. Lol. Deswegen. Okay, ein was haben wir schon mal cool. PS4, Schwierigkeit nochmal. Ja, ich wünschte, man könnte sich schneller umdrehen. Das ist Controller. Belegungstyp. Empfindlichkeit. Oh yes. Empfindlichkeit ist aber voll Zielempfindlichkeit. Könnte auch hoch. Zielhilfe.
Nee, die Auszielhilfe mag ich überhaupt nicht. Automatischer Zielrahmen, was soll denn das sein? Hä? Automatischer Zielrahmen. Oh. Also die Empfindlichkeit habe ich einfach schon komplett oben. Zielempfindlichkeit jetzt auch. Zielhilfe. Ist aus. Was gibt's denn hier noch? Bewegung LS, RS, achso. Portion. Nee. Okay. Ja, dieses, das ist mir zu langsam, aber das ist schon voll, auf volle Stufe. Das ist mir zu langsam. Diese Hasen, ne? Ja, eben. Man hat dann halt irgendwann nichts mehr klar. Eine Weile lang kann man sich auch so beschäftigen, aber irgendwann dann schläft einem das Gehirn so ein, ungefähr. Also muss ich sie zu etwas Dauerhaftem machen. 20. September. Heute Abend kam ein Prediger in die Ratsversammlung und erzählte dummes Zeug über Gott, der ausgerechnet uns verschont habe, um anschließend einen Kugelblitz als Strafe für unsere Sünden zu schicken. Sünden? Wovon redete er überhaupt? Unser letzter Generator ist wegen dieser Dinger ausgefallen. Leute sind gestorben. Und die Sünden waren noch nicht alles. Er fuhr fort und sagte, wir müssten die Dämonen der Elektrizität bekämpfen. Durch Gebete, Fasten und Zauber. Mich würde aber tatsächlich mal interessieren, was diese komischen Kugelblitze sind. Wegen GTA, ich spiele das halt momentan die ganze Zeit. Ach so. Naja, zur Zeit bin ich halt gar nicht auf GTA. Ich gehe nicht mal ohne Stream zur Zeit rein. Roman genug Verstand, ihn rauszuwerfen. Sonst wäre mir die Sicherung durchgebrannt. Wie auch immer, aufgrund dieser idiotischen Ausschweifungen beschlossen wir, den Bau der Blitzableiter-Palisade zu verzögern. Sollte der Irre seine Zauber doch in Aktion zeigen. 27. September. Dieser Silantius ist nicht so dumm, wie es scheint. Seine Zauber sind in Wirklichkeit Blitzableiter. Unsere Elektriker brauchten sehr lange, um zu erklären, was eine ordentliche Erdung ist. Und die Leute glauben noch immer, dass sie die Physik austricksen können. Aber diese Typen sagen einfach, Gott hätte es so gewollt. Und was wüssten sie schon? Gestern haben sie drei dieser Kugelblitze ohne Verluste vernichtet. Roman war allerdings sehr unglücklich. Ich will wissen, wo diese Blitze herkommen. Manche Leute sind auch nie zufriedenzustellen. Aber welchen Unterschied macht die Farbe? Vor allem kommen die Blitze nur nachts. 5. Oktober. Silantius hat recht. Wir müssen uns des Rests der Ausrüstung entledigen. Sie zieht Kugelblitze an. Und ohne unseren Generator werden wir unsere Stromversorgung sowieso nie wiederherstellen. Welchen Sinn hat es also, das Zeug zu behalten? Wir kommen ohne es aus. 7. Oktober. Roman ist tot. Dieser Catfish. Ja, es war nicht... Hä, der Text läuft viel zu schnell. Wir hätten das auch schrittweise machen können. Und es stimmt, dass einige der tatsächlich brauchbaren Sachen ebenfalls in den Fluss geworfen wurden. Ich mache inzwischen mal kurz Licht an. Dafür einen Aufstand zu machen und ins Wasser zu springen, ist es nicht wert. Er konnte definitiv spüren, wie ihm die Macht entgeht. Oder heller an war es schon. Aber deswegen die Hand gegen Silantius zu erheben. Und das geschah auch noch genau so, wie der Mann es uns vorhergesagt hatte. 31. Dezember. Die Kassette neigt sich dem Ende zu. Genau wie das Jahr. So Gott es will, werden damit auch unsere Probleme enden. Wir sind nicht mehr allein in dieser Welt. Gott ist mit uns. Wer könnte sich also gegen uns stellen? Ich jedenfalls nicht. Und das bedeutet, dass das Lock zu Ende ist. Haha. Ein Silvesterabend ist der perfekte Zeitpunkt, eine neue Seite aufzuschlagen. Abgesehen davon sagt Vater Silantius, dass Elektrizität eine Sünde ist. So, wir pennen jetzt wieder bis zum Morgen. Das sieht so geil aus, Leute. Guckt euch einfach an. Guckt euch einfach an, genießt es.
Das ist einfach nur ein geiles Schauspiel. Da sind schon wieder unsere schwimmenden Freunde. Hallo. Endlich werden die richtigen Tasten angezeigt. Das ist much better. Ja. Deswegen, ich bin echt stolz und froh, dass ich hier echt die besten Grafikeinstellungen machen kann. Das Einzige, was halt ein bisschen leidet, ist die Performance, aber ich finde, es geht. Das ist nichts zu dem, wo ich Far Cry New Dawn gespielt habe und übelst die Frame-Einbrüche waren. Das war wirklich unspielbar gewesen. Ich habe keine Ahnung, woran das auch damals lag, weil es war einfach komplett verbuggt. So, Map, die Karte hilft uns. Aha, dort haben wir also auch ein Safehouse. So, jetzt, das Letzte, was wir eigentlich jetzt erkunden, ist das da. Ich habe halt keine Ahnung, was dort ist. Warte mal. Und dann... Ja, stimmt, wir müssen ja noch den Waggon da rauskriegen, aber ich weiß nicht, wie wir das machen. Ach stimmt, vielleicht muss ich erst die Weiche... Naja, werden wir gucken. Werden wir sehen. Oh, kann ich hier hoch? Sky Gamer, dein zweites Baumhaus. Hier kann ich hoch. Das ist dein Ferienhaus, Sky Gamer. Geile Hütte. The fuck. Easy. So, was gibt's noch? Ah. Yeah. Nice. Dein Safehouse, ja Mann. Das ist so safe. Oh oh. Schon wieder zu schwimmenden Freunden. Warte mal. Hä, was ist. Warte. Was ist das für eine Hütte da drüben? Oh, dort bin ich auch noch nie gewesen. Dort drüber müssen wir dann auch nochmal. Nein, 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 mach die Karte zu! Oh. Schnell hoch hier. Bevor das Vieh sich überlegt, da rauszukommen. Wow. Alter, das sieht so geil aus, ne? Boah, das sieht so geil aus, Alter. Ich mache hier einfach Bilder die ganze Zeit und guck dann, was ich hier... Wartet mal. Der Fotomodus ist auch einfach so nice, ne? Guckt euch das an. Boah, Alter. Das ist so Hammer. Ich schwöre, ich wollte mal es probieren. Okay, das geht nicht. Nee. So kann ich auch nie raustappen. Das ist komisch. Ich kann aus diesem Spiel nicht raustappen. Ich kann nicht mal mit Alt F4 kann ich hier raus. Ich habe keine Ahnung. What the fuck? Okay, hier geht's rein. Oh. Das Fischzeichen. Boah, Alter, ich liebe das, so verwinkelte, alte, eingefallene Häuser. Das ist genau mein Spiel. Niemand, nein, nein, mache ich nicht. Stimmt, scheiße, ich schneide das dann raus, ja. Ich schneide das raus, niemand wird das sehen. Warte, kann man das tun? Nein. Oh, man kann es tun. Boah, wie geil das klingt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da runter sollte. Ich bin mir nicht sicher. Warte mal, wir können ja hier mal... Kann ja mal gucken, gibt es denn hier was, was sich lohnt? Ich bezweifle das irgendwie. Warte mal. Boah, ich brauche dringend eine bessere Taschenlampe, ohne Witz. Die Taschenlampe ist einfach so scheiße. Bitte, Game, gib mir eine neue Taschenlampe. What? Warum komme ich hier? Hä? Das nervt. Das nervt. Das ist eins der einzigen Dinge, die so nerven an dem Spiel. Man bleibt dauernd irgendwo hängen.
Soll ich hier nie hin, oder? Alter, hier ist komplett frei. Ich könnte hier eigentlich durch. Kann ich hier überhaupt nicht durch? Nee, ich kann hier generell, kann ich hier nicht durch. The fuck? Seltsam. Hallo. Schade, hätte ich jetzt so ein Soundboard, dann könnte ich jetzt so einen Hall anmachen. Oh. Ach du Scheiße, geheime Pokémon-Kartengeschäfte. Alter, das kenne ich noch. Das kenne ich noch damals, als ich noch in die Grundschule gegangen bin. Alter, immer die Pokémon-Karten tauschen. Boah, was haben wir da Nachmittag verbracht beim Kartentauschen? Und dann haben wir ewig überlegt, so, okay, ist der Deal gut, ist der Deal scheiße, so. Das ist, was ist das da unten? Das sieht aus, aber ich glaube, das buggt manchmal einfach nur, weil das Rage Racing hat natürlich auch ein paar Bugs. Warum kann ich hier drunter nie durch? Why? Also ein bisschen mehr müsste man hier noch, es wirkt so klumpig, wie man läuft, aber gut. Ich sag mal so, wir haben auch, das sieht man jetzt nicht, aber wir haben so einen übelsten fetten Anzug an. Also, wir haben so einen richtigen Kampfanzug an. Von daher macht das theoretisch schon Sinn. Es macht theoretisch Sinn, dass wir so beschwerlich laufen können. Gib mir dein Stuff, yeah. Hallo. Frage, können wir da rein? Da ist ein Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob wir hier storymäßig erst reinkommen sollen oder ob ich einfach gerade zu dumm bin. Warte mal, was ist, wenn wir hier unten... Oh Gott. Oh, ja, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Was ist mit Star Wars? Vor allem das Lustige ist, ich kann hier mit dem PS4-Controller die Karte nicht aufmachen, aber das Gute ist, das kann ich mit der Tastatur machen, weil M ist immer Map. Scheiße, jetzt hat... jetzt habe ich das bestimmt nie gesammelt, was hier ist. Ich wette, ich komme hier unten irgendwie rein. Ich muss gleich nochmal gucken. Ich gucke gleich mal. Ich speichere aber dann vorher. Warte mal, haben wir dort drinnen was gefunden? War dort drinnen was gewesen? Ne, da war gar nichts gewesen. Nur der Typ hier. Nur den Typi hier. Gib mir deinen Stuff. What? Auf einmal hat er eine andere Waffe. What? Ah, nee! Nein, das ist meine! Really? Hä? Was ist das für eine Scheiße? Jetzt habe ich meine eigene Waffe zerlegt. Nice. Ja gut. Jetzt haben wir einen fetten Revolver. Warte, wir haben da nie ge- Warte. Das lösen wir ganz einfach. Ich habe keinen Bock, jetzt nochmal irgendwo hinzurennen, deswegen. Ist immer so creepy unter Wasser. Es gibt Star Wars-Karten? Okay, also das gab es damals noch nicht, zu meiner Zeit. Haben wir Pokémon- oder Yu-Gi-Oh!-Karten, wenn du das noch kennst? Ich weiß gar nicht, ob Yu-Gi-Oh! Noch aktuell ist. Ich meine, Pokémon weiß ich, das habe ich öfter mal gesehen, aber ist Yu-Gi-Oh! Noch aktuell? Gibt es das noch? Boah, das weiß ich nicht. Ich hab, glaube ich, hier zu Hause noch. Ich muss mal einen Stream machen, Alter, wo ich meine Karten zeige. Ich habe noch übelst viele Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Karten. Habe ich alles aufgehoben. Habe ich alles aufgehoben. Für den Fall, dass es vielleicht mal irgendwann viel wert ist, wer weiß. Ich meine, irgendwann ist die Scheiße ja mal alt. Und ich meine, Papier, ne? Papier hält sich nie so lange. Ich glaube, ich hätte das zu meinem Hobby machen sollen, Pokémon-Karten. Statt hier streamen, weil das ist ein teures Hobby. Es verbraucht Strom und so weiter und so fort. So. Diesmal ist alles gut gegangen. So, jetzt gucke ich gleich nochmal, ob ich da irgendwie reinkomme. Von unten. So, speichern. Easy. Okay, einfach hier. So. What the
Aufzug. Ich weiß, wie ich hier reinkomme. Oh mein Gott, wie bin ich da nicht drauf gekommen? Komm ich jetzt... Okay. Ich brauche ein Boot. Bäm. Toll. Wo bin ich? Da hinten. Als ob hier kein Boot ist. Als ob nur dort vorne, in der Scheißgegend, sind drei Boote. Und hier hinten ist kein einziges. Why? Ist denn ihr ernst? Ach, ich will da rein, Alter. Ich will da rein. Hä? Pack die Karte weg. So ein Scheiß, Alter. Oh, hä? Da drüben ist doch... Kann ich das verwenden? Das wird mir gar nicht angezeigt. Okay. Komme ich da rüber? Doch, da müsste ich rüberkommen. Ich muss hier rumgehen. Ja, stimmt, weil dann kann ich da unten reinfahren. What? Die Zeichen sind jetzt erst gespawnt. Nice. Nice Rendering. Ja, mit dem Rendern. Ja, guck mal hier, wenn ich näher laufe, geht dieser weiße Strich immer weiter weg. What the fuck? Komisch. Kindheit. Weiß ich nicht. Du weißt nie, was Yu-Gi-Oh! Ist? Echt? Ich meine, ja, kann sein. Dafür hatte ich keine Star Wars-Karten. Ja, Yu-Gi-Oh! War ich auch nie wirklich interessiert. Es war eher mehr Pokémon. Auch noch, ich weiß noch, auf Nintendo, Alter. Das habe ich früher übelst gern gespielt. Ich habe auch vor kurzem mal überlegt, euch mal wieder, ob ich mir vielleicht ein Nintendo zulege und mal wieder Pokémon spiele, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das Spiel hier durchgespielt habe, ich habe jetzt mal mir lange geguckt, was ich als nächstes spielen könnte danach. Und ich weiß einfach nie, was ich spielen soll. Keine Ahnung. Okay. Nice. Wir haben ein Boot, Leute. Bitte, wenn mich jetzt irgendein Vieh angreift. Oh Gott. Da drüben geht doch schon wieder eins ins Wasser. Schnell weg hier. Dieses Öl, überall dieser Ölfilm auf dem Wasser. Aber erst gegen Ende? Was meinst du jetzt mit erst gegen Ende? Nee, nach diesem Game habe ich außer jetzt vielleicht mal wieder GTA Online oder so oder Monster Hunter, habe ich echt keine Ahnung, was ich als generelles Let's Play starten könnte. Und deswegen glaube ich, dass ich eine Zeit lang kein neues Let's Play starten werde, sondern nur wieder zu altbewährten zurückgehen werde, wie GTA zum Beispiel. Da könnte es sein, Sky Gamer, dass wir bald mal spielen. Hä? Was nützt mir das, wenn ich in die Vorwärts komme, Mod? Alter, schwör, wenn ich jetzt hier hängen bleibe, ne? Warte mal, ich speichere lieber mal. Was, im Kampf? Mit wem bin ich denn im Kampf? What? Oder ist das nur... Okay, hä? Ja, das Licht bringt viel. Das ist eine Taschenlampe, die ihren Namen verdient hat. Ja, Mann, GTA bald wieder. Oh Gott, komm schon. Fahr rum. Oha, die Sounds, Alter. Oha. Alter, das... Ey, ohne Witz, Sky Gamer, sag doch mal, dieses Game, oder? Ey, das Game Design ist 1A. Das ist 1A. Nein, was? Oh, zum Glück. Oh, okay. Ich dachte, das wäre da befestigtes Land. Weil mir hat die ganzen Leute da mal aufgehangen. What the fuck? Als ob man überall Leute aufhängt. Ist echt so. What? 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 Gib mir dein Zeug.
Vor allem, guck dir einfach mal dieses Raytracing an. Diese Lichtberechnungen hier. Das ist, Alter, das ist 1A. Das ist Weltklasse. Das ist das grafisch beste Spiel, was ich je gespielt habe, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, ich muss dieses Piepen wieder wegmachen, ne? Oh nein, nein! What the fuck? Oh Gott. What the heck is this? Dort werde ich... Was ist das? Hey, das klingt übelst groß, was ist das? What? Sind das die Viecher? Oh ja, das sind die da oben. Ich wollte schon sagen. Okay, ich glaube, dort vorne kommen wir... Alter, das erinnert mich übelst an Uncharted auch. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie voll die Uncharted-Flashbacks. Gerade auch, da gab es ja auch so eine Art Zombies. Tatsächlich mal in Uncharted im ersten Teil. Und die waren eigentlich so ähnlich wie die hier, muss ich sagen. Okay, bitte, kann ich jetzt darauf stehen, bitte? Yes. So, ich muss dringend speichern. Okay. So, mein Boot ist hier. Bitte bleib hier. Habe ich genug Money? Wow! No! No! Please, no! Oh mein Gott, genau das. Genau das habe ich befürchtet. Oh mein Gott. Ich hasse dieses Vieh, ne? Ich hasse dieses Vieh. Genau das habe ich befürchtet. Wenigstens geben wir... Oh, Alter, wie viele. Wow. Alter, hier ist alles voll mit diesen Pilzen, ne? Die bringen mir so viel, die Pilze. Ey, das Game Design. Ich kann nicht mehr, ne? Ich kann nicht mehr. Ich frage mich, wie ich hier wieder wegkommen soll mit diesem Scheißvieh. Oh, oh. Ich hab's irgendwie geahnt, aber ich wollte es nie wahrhaben. Ich hab's geahnt. Warte mal, warum ist mein Sound jetzt so leise? Ah, okay. War nicht ganz aufgedreht. Zockst du heute noch? Nee, heute definitiv nicht mehr. Heute nicht mehr. Dafür bin ich gerade viel zu gehypt von diesem Game. Ich meine, wenn man das hier spielt, wer denkt da an GTA? Boah, Alter, what the fuck, ey. Fuck you. Ich finde das geil, wenn die so einzeln kommen, aber wenn dann so eine Gruppe von 20 Viechern auf dich zukommt, dann macht das einfach keinen Spaß mehr. Ich meine, Alter, 2, 3. Ist okay. Aber wenn dann immer 20, eine Gruppe von 20 kommt. Okay, gibt's hier was? Ne. Oh. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ja. Und dafür ist das echt gut. Das Piepen nervt zwar irgendwie, glaube ich, auf lange Dauer. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mache das wieder weg dann. Ja, dieses Piepen ist tatsächlich echt nervig. Wow, was ist das? Ist das diese geheime Kammer, wo die den ganzen Loot haben? Das wäre natürlich krass. Weil die haben ja was von so einer Geheimkammer erzählt, wo die den ganzen Stuff verstecken. Und wenn ich richtig liege, dann habe ich einen Schlüssel dafür. Wofür ist das? Okay, YOLO, wir ziehen einfach. Wow! Oh mein Gott. Warum schockt mich das so? Pilz.
So, warte mal, wir gehen, glaube ich, erstmal hier rein. Ich habe den Schlüssel, oder? Ja. Yes, ich habe den Schlüssel. Geil. Und das nur, weil ich diesen Typen geholfen habe. Oh, sehr gut, Alter. Jetzt bin ich gerade in der Safe Zone, glaube ich. Oh mein Gott, Nachtsichtgerät. Ich werde nicht mehr. Oh mein Gott, Nachtsichtgerät. Oh mein Gott. Ihr wisst nie, wie sehr das hilft, ne? Warte, das... Wow. Was? Gedrückt halten? Ladegerät? Oh. Oh. Oh, what? Man sehe ich. Oh, okay. Wie packe ich das wieder weg? Hat er eins gedrückt, um das... Ah, okay. Ja, wie packe ich das jetzt wieder weg? Hä? Hä? Pack das doch weg. What? Jetzt hätte er es die ganze Zeit in der Hand. Pack das Ding doch weg. Ah, na endlich. Aus mit der Kerze. Oh. Sammelt sich hauptsächlich im Sediment und in Folge ist die Bodenfauna am stärksten betroffen. Welches Level in GTA? Der aktive Überträger bewirkt ausgeprägte Pathologien bei den Jungtieren der Krustazeen und Mollusken. Ich glaube schon 100. Tödlich enden. Nee, 230 oder so. Der Kettennachwuchs im Testbecken hat jedoch nicht nur völlig unbeschadet überlebt, sondern völlig unerwartet die Kontrollgruppe im Sattelwachstum um mindestens das Vierfache überholt. Der Überträger scheint sich auf mehrere Fischarten nicht allzu sehr auszuwirken. Das tut übrigens im Ohr weh, wenn ich nah dran stehe. Die Tiere der Barsche und Rotaugen weisen eine marginale Steigerung des Wachstums, aber keine negativen. Oh, ach, das ist deins hier. Oh, deine Medikamente brauche ich leider auch. Sorry. Muss ich nochmal anmachen. Sky Gamer, du hast aber einen schönen Fernseher. Oh. Machen die ganzen... Ach stimmt, weil die ganzen Geräte hierher bringen, Alter. Was ist los mit denen, ey? Ist hier irgendwo was? Ah. Nice. Räumen dein Zuhause aus. Why? Warum sind die hier? Warum ist hier ein Friedhof? What the fuck? The heck? Nein. Easy Teile, Alter. Oh yeah. Du bist professioneller Bestatter. Professionell. Was ist das hier? Das ist nicht professionell. Hier hat fehlt der Deckel. Oh, man kann die ganzen Kerzen ausmachen. Was? Hier liegt ein Kind, Alter. What the fuck? Also die Kerzen, guck mal. Brandschutzverordnung. Oh, süß. Der kleine Hund da drauf. What the fuck? Ne, Brandschutz ist ja nicht so bei dir. Warenmangel. Sind wir von hier gekommen? Ja. The fuck? Wie soll man da hinten hinkommen? Okay.
the hell? Keine Ahnung. Ach, wegen den zwei Pilzen. Wow. Oh, okay. Warte, hier können wir mal... Was? Oh, da komme ich bestimmt von der anderen Seite ran. Stimmt, da war ja noch was. Warum gibt es hier drin keine Bergbank? Das war Lucifer, der Hund, ja. Lucifer. Oh, toter Mensch. Nicht Mönch, Mensch. Speichern. Ich weiß nicht, gehen wir erstmal hoch oder gehen wir erstmal hier durch? Fuck, was soll man das hier? Oh mein Gott, verpiss dich! Niemand mag dich! You have good stuff? Ja. Yeah. Okay, also hier kann ich definitiv nicht lang. Okay. Oh, okay. Nice, nice. Schnappi! Ah! Schnappi, das kleine Krokodil. Ja, Mann. Oh mein Gott, wenn das Schnappi wäre, wäre ich glücklich, Alter. Aber ich glaube, das ist Mama Schnappi. Schnapsi, das kleine Krokodil. Okay, das ist die Erwachsenenversion. Oh Gott. Oh mein Gott. Na! Das fühlt sich nicht gut an. Warte, ich speichere hier lieber. Besser ist. Das fühlt sich nicht gut an. Oh Gott. Oh Gott. Okay, hier ist alles gut. Oh, das war so klar. Es war so klar. Na, 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 na. Wow. Wow. Das war so klar gewesen, ne? Das war so klar gewesen. Das war so klar gewesen. So klar war das gewesen, oder? Ach. Das Terminal besteht aus Unmengen Stahl und Beton. Dadurch wird dein Signal abgeschirmt. Vor allem ist es so behindert, dass... Das ist auch leider ein Minuspunkt, dass dieser Charakter nie reden kann. Weil, ich frage mich warum. Erstens, er hat eine Stimme, weil er ja in den Lademenüs redet er ja und erzählt über die Story, was passiert ist und so. Und was sie noch vorhaben. Deswegen verstehe ich es einfach nicht, warum die dem keine Stimme geben. Weil gerade bei so einem Funksprung macht das einfach keinen Sinn, wenn er nie antwortet. Das ist ganz ehrlich. Er hätte ja auch nie viel sagen müssen, meinetwegen. Aber zumindest bei den paar Story-Sachen, dass er wenigstens eine Antwort gibt. Speichern. Speichern ist hier das A und O. Mushrooms.
höre Zombies. Oh, Pilz. Oh Gott. Warte mal, wir könnten... Ah, oh, voll. Okay, Bug saved my life. Ein okay, hätte gehört. Oh man. What the fuck, Alter? Warum sieht der aus wie ein Affe, Alter? Why you look like an ape? Alter, ich bin nicht gestorben. Das müssen wir feiern. Er lad doch nach, Alter. What the heck? Ich verstehe diese Waffe irgendwie nicht. Keine Ahnung, kann sein, dass ich zu doof bin, aber diese eine Waffe verstehe ich nicht, weil die lädt... Einmal lädst du die Kugeln rein und dann lädst du sie aber nach. What the fuck? Ich kenne mich mit dieser Waffe leider nicht aus. Okay, den da holen wir aber. Alter, come on. Sind hier noch welche? Oh Gott. Okay, erstmal die. Oh, hier? Jetzt auf einmal One-Shot, Alter. Wow, verkackt. Hinter mir? Nee. Ich hab befürchtet, dass hinter mir noch was kommt. Ja, wo ist der eine hin? Wow. Okay. Einer hat sich schon mal auf den Weg gemacht zu mir. So, wie sieht's aus? Gut sieht's aus. Ey, fall runter. Scheiße. Ende falle ich wieder selber runter. What the heck? Was? What? Was soll das darstellen? What the fuck? Sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Hund, aber... What? Ich will's nicht wissen. Liegt noch so ein Vieh. What the fuck ist das? Okay. Ist gepiep. Ja, das ist aber ein Hund. What? Hä? Hey. Jetzt ist er auf einmal wieder da. Okay. Eben war hier keiner mehr. Hör auf, mir zu Grimassen zu schreien. One-Shot. One-Shot, warum nicke ich so? Boah, das ist so schwierig zu zielen. Warte mal, geht das einfacher mit Maus? Maus geht's wirklich einfacher. Läuft aber zu weit weg. Oh Gott. Oh, oh, weg. Thank you.
Oh mein Gott. Nein! Mann, ich weiß, dass ich komme. Immer noch kein Empfang. Ich kriege keinen Kontakt. Speichern. Ich liebe, dass ich kann stundenlang in so Dingern rumrennen, hier gegen Zombies schießen. Das ist einfach geil. Kann ich stundenlang machen. So, was gibt's hier unten? Gibt's hier was Sinnvolles? Wow! Nein, nein! Nur nachladen. Ja, moin. Ich dachte, da kann man hin. Okay, komme ich jetzt hier oben überhaupt noch weiter? Oh, was hast du geschrieben? Ein Tryharder? Nee. Ein Tryharder bin ich, glaube ich, definitiv nie in GTA. Grinder? Boah. Das schon. Oh Gott, no. Definitiv nope, da unten. Oh Gott. Mann, dort komme ich wieder runter. Oh, shit. Das war knapp. The fuck, ist hier ein Pilz? Hä? Da war da gerade eben noch keine, what? In das Fenster gekommen? Ne, ich bin eher so, ich sammle Autos in GTA. Ich bin, ja. Oh. Ja, Filter. Dieses ganze Gepiepe, Alter, wie man das... Man muss dieses ganze Gepiepe irgendwie auseinanderhalten. Wenn dann noch das Geknister von der Dings dazukommt. Speichern. I hate you! What are you doing? What? What? Was hat er getan? Hä? Oh Gott. Natürlich kommen sie jetzt von überall. Oh Gott. Das ist mein Ziel. Oh mein Gott. Wahrscheinlich soll man hier rennen, aber ich bin einfach zu gut. Genau.
Boah, Alter, war das gerade gut, Sky Gamer? Aber wenn ich hier einmal das töte, töte ich ihn. Ja, klar. Früher war das auch so. Ach, ich bin jetzt aber meistens sogar in geschlossenen Lobbys gewesen. Einfach mit Kumpels gechillt und so. Alter, war das gerade gut. Ich bin am Kampf, scheiße. Ich will es nicht einfach noch durch einen dummen Fehler stören. Ich geh mal. What? Da ist schon wieder ein Filter. Scheißdreck. Easy, Alter. Ich stelle mich gerade gar nicht so dumm an. Ich meine, ich bin auch gerade froh, dass hier die Nacht ist. Ich hasse Nacht bei sowas. Ich hasse Zombies. Mit irgendwelchen Monstern kann ich noch leben. Aber mit Zombies... Ach. Speichern? Yes. Da habe ich Haufen Zeug gesammelt, wenn ich hier wieder rausgehe. Wenn ich hier wieder rausgehe. Hä? Hier oben ist ja zu Ende. Wo geht... Oh. Oh, mein Gott. Da wird natürlich nichts passieren. Nein, da werden wir ganz gut und ohne Kratzer durchkommen. Und du stirbst! Geht's jetzt weiter? Oh mein Gott. Das hier passiert doch gleich wieder was. Habe ich's nie gesagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sind zu viele. Oh Gott, wie viel Muni habe ich noch? Ach du Scheiße, ich habe nicht mehr viel Muni. Fuck it. Wenn jetzt nochmal so eine Welle kommt, dann bin ich aber langsam geäfft. Speichern. Nee, also Glitches habe ich eigentlich selten. Ich habe einmal Geldglitch früher gemacht. Und ich habe auch mein Outfit. Gut, der Outfit-Glitch war aber allerdings eher ein Bug. Kam zufällig. Aber ansonsten, ach nee, so Outfit-Glitches habe ich gar nicht gemacht. Das war mir irgendwie mal so zu anstrengend. Nee, ich hab jetzt zuletzt eigentlich meistens immer gewartet, bis. Oh, durchkrabbeln. Ach, das ist jetzt nicht deine Ernst, oder? Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das nice. Oh mein Gott. Ah, wie geil. What the fuck? Oh mein Gott, war das nice. Kann ich das nicht mitnehmen? Nee. Okay. Oh mein Gott. Das war awesome. Why? Ich will nicht schon wieder den Filter wechseln. Warte, wir kommen jetzt hier in ein filterfreies Gebiet. Come on. Atjom, lebst du noch? Bitte komm, Atjom. Atjom. Atjom, alles klar? Antworte. Antworte ist immer gut. The fuck, als ob dann Wasser durchläuft.
So, ich gehe aber erstmal hier rein. Aha, das ist nämlich die Tür hier. Die machen wir mal auf. Okay. So. Was ist das alles? Was sind das alles für... Wir sind schon wieder bei 2 Stunden. Kann ich dir zum Beispiel vergeben müssen? Ja, nee, unbedingt. Das ist ja. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich bin hier so affin auf die Auswahl. Ich bin sowieso nicht mehr gerade so ganz affin auf GTA. Es ist einfach, ich habe dieses Spiel seit 7 Jahren jetzt gespielt. 7 Jahre. Ich habe damals auf PS3, als es rauskam, angefangen. Mit Online und jetzt 7 Jahre und irgendwann ist da einfach die Luft raus. Ich meine, ich werde es noch spielen, wie gesagt, aber ja, wir werden ein paar coole Sachen machen. Ich kann dir ja dort auch mal meine Autos zeigen. Du zeigst mir deine Autos, die Garagen und so, was du hast. Wir finden schon Sachen zu machen. Keine Sorge. Wir finden Sachen. So, jetzt will ich erst mal gucken, was das hier ist. Ich kann leider keine Busse. Okay. Warum geht das nicht? Schade. Habe ich den gelootet? Oh. So, jetzt machen wir die Tür auf. Hey, ich frage mich auch, was ist das jetzt für ein Wagen? Ich verstehe jetzt nicht ganz, was hier passiert. So, warte mal. Okay. Au! Ich glaube, ich weiß so langsam, was wir machen. Das hier ist, glaube ich, eine Lok. Und mit der... Ja, die würde definitiv fahren. Ja. Ich glaube, mit der können wir den Anhänger da rausziehen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Speichern. Easy peasy, man. Okay, wie komme ich jetzt? Oh. Boah, Alter, jetzt sag mir nicht, ich kann die fahren. Das wäre schon Hammer. Das wäre schon Hammer. Alter, wenn ich jetzt selber steuern darf, also selber Gas geben, das wäre schon awesome. Hab momentan leider nicht so viel Autos, hab Eishocker. Okay. Ja, gut. Das macht doch nichts. Was hast du dir denn dafür gekauft? Für das Geld? Als ob die Lok noch fährt, Alter. Die sieht aus wie ein Piece of Shit, Alter. Oh mein Gott, ich kann die selber fahren. Na bitte die Tür zumachen, ich finde das beunruhigend. Bremsen. Was war X? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, das ist so... Ich habe noch nie was Niceres für den Game erlebt. Leute, das ist so geil. Leute, das ist so geil. Ich schwöre es. Oh mein Gott, ist das nice. Ich meine, man drückt einfach nur eine Taste zum... Als ob kein Fotomodus geht. Why? Ich meine, ich könnte einfach so einen Screenshot machen. Oh, und wir haben ihn. Matja, alles klar bei dir? Gott sei Dank, du lebst. Gott, ich bin hier fast verrückt geworden. Endlich bist du erreichbar. Grant sagte, das Terminal hat dein Signal abgeschnitten. Wir konnten dich so lange nicht erreichen. Ich bin ja so erleichtert, Achtung. Sei doch still, Papa. Achtung hat uns wirklich nicht gefaulen. Ah, oh, okay, ich kann aussteigen. Perfekt. Und, hast du die Motordraisine? Das ist ein geiles Jetzt Ding. Jetzt solltest du dich zum Depot begeben.
Pass aber gut auf. Dort gibt es ein paar zwielichtige Gestalten. Ziemlich viele sogar. Ne, die habe ich schon alle erledigt. Falls es Probleme gibt, weißt du ja, was zu tun ist. Die habe ich doch schon alle erledigt. Easy peasy. So, wartet mal. Ich wollte hier nämlich nochmal rein. Du hattest zwei? Zwei was? Ich bin gerade schon wieder. Zwei Autos? Ach so, okay. Ich verstehe. Oh, Alter, wir können jetzt viele Sachen machen, ne? Oh, wir können. Oh. Aber ich weiß nicht, die Waffen zu putzen spare ich mir irgendwie, weil. Oh, ja. Give me stuff. Eine Bombe. Dringend. So, was haben wir hier? Reinigen, ja, kommt von mir aus. Oh, nicht ganz. Doppelläufig, das. Hä? Aber was ist jetzt hier? Warum habe ich jetzt hier ein Ausrufezeichen? Hä? Hat doch gar nichts Neues, oder? Was habe ich hier eigentlich drauf? Oh, das Ding ist gut. Hä, aber warum habe ich jetzt hier ein... Das ist schlechter. Hä, warum habe ich jetzt hier ein... Ach, das Ausrufezeichen ist bei der anderen Waffe. What the fuck? Okay, Stabilität wird besser. Das ist sehr gut. Ah, das will ich nicht unbedingt, nee. Ich mag diese Weitvisiere, nee. Oh, Rotlaser. Habe ich den hier nicht schon? Ach nee, den habe ich an dem anderen dran. Ich habe jetzt zwei. Die Maske reparieren, das ist ganz wichtig. Und auch das ist wichtig. So. Okay. Zwei Autos hast du nur noch. Okay, da habe ich schon viel mehr, weil ich habe viel mehr auf das... Ich habe die auch gar nicht mehr groß verkauft. Ich glaube, ich habe 1, 2, 3 Mal Autos verkauft. So, wir schlafen aber erstmal, weil ich will nämlich noch was machen gleich. Bevor wir mit der Dresine dahin fahren. Wobei, das mit der Dresine können wir eigentlich schon machen. Na, mal gucken. Good morning. Ein neuer Morgen in der Apokalypse. So. Ah ja, dort will ich nämlich hin. Wieder hier? Nee, shit. Jetzt haben wir nämlich kein Boot mehr. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. This is really bad. Vielleicht klappt das. Nope. Mist, ich will da rüber. Oh, hier sind wir noch nicht gewesen. Als ob hier Radioaktivität ist. Fuck it. What the fuck? Sex Show? What? Was haben die hier gemacht? What the heck? Hä? Alter, ich muss mir die andere Waffe mal angucken. Boah, sexy, Alter. Jetzt können wir auf jeden Fall viel genauer. Was haben die hier gemacht? Was ist hier passiert? Hä? Konnte ich hier gerade was sammeln? Ah, hier. Gerade eben kurz auf und dann... Bum, bum. What? Oh. Oh shit, was hab ich getan? Was hab ich getan? Mann, ich hab doch schon volle Munition. Ach so, der wandelt das dann um. Ey, ein Hühnchen.
Du hast doch nichts dagegen, Skygamer, wenn ich dein Zeug mitnehme, oder? Nicht schießen! Bitte nicht schießen! What? Ich weiß nicht. Es war doch nur ein Spiel, wie jedes andere. Aber eines von diesen Arschlöchern hat gemogelt und er hat zuerst gezogen. Und bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte, ging es schon los. Sie treten alle durch, ich konnte nichts machen. Nichts, sage ich dir. Ich lüge nicht. Boba kann das bestätigen. Nur nicht schießen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Boba kann das bestätigen, wer? Was mache ich denn jetzt? Was mache ich nur? Und wer ist das? Hat ihn geschickt? Hat Boba die Moneten für euch selbst genommen? Ach, was mache ich denn jetzt? Was mache ich nur? Ich hoffe, er schießt mich nicht. Der Barkeeper sollte leben. Der Barkeeper lebt immer. Ja, er wird mich nicht erschießen, ganz bestimmt nicht. What the fuck? Ja, come on, Alter. Ich lass dir dein armseliges Leben. Vielleicht kommen sie heute Nacht nicht raus. Oh, fuck. Das werden sie schon noch. Das tun sie immer, wenn die heiligen Symbole aufgestellt sind. Diener spüren, dass die Gläubigen hier sind. Ich hörte, dass es vor dem Tag von Gottes Zorn angeblich keine Dämonen gab. Aber die höllische Elektrizität gab es überall. Und jeder hat sie benutzt. Ist das wahr, Stepjanitsch? Wer ist da? Da, ein Ketzer! Hallo. Als ob wir hier nicht schon genug Probleme hätten. Sieh nur, er will uns mit seiner Waffe Angst einjagen. Wir sind... Wie ich sehe, bist du vernünftig, Reisender. Du hältst uns deine Waffe nicht vor und scheinst unseren Glauben zu respektieren. Okay. Trotzdem haben wir keine Zeit, mit dir zu reden. Alles gut, Skygamer. Wir sind Paladine, Krieger des wahren Glaubens. Und wir haben eine Mission. Wir müssen die Dämonen der Elektrizität allein mit unserem Glauben besiegen. Ah ja. Deshalb stellen wir die heiligen Symbole um uns herum auf. Außerdem müssen wir unsere Gebete aufsagen, denn jeder Fehler könnte uns das Leben kosten. Deshalb solltest du besser gehen. Danke, dass du dich so freundlich verhältst, aber trotzdem. Für einen Außenseiter ist es hier gefährlich. Und mit deinem fehlenden Glauben könntest du unser Schicksal beschwören. Ah ja. Seht ihn nicht an, Brüder. Lasst unser Gebet fortsetzen, denn wir haben viel zu tun. Immerhin ist es der Wille des Herrn, dass dieser Ketzer herkommt, um es uns noch schwerer zu machen. Wie sollen wir auch sonst feststellen, ob unser Glaube stark genug ist? Für deinen Segen, den wir, deine unwürdigen Sklaven, erhalten, o Herr, erheben wir unsere Stimmen zum Lobgesang. Und dafür, dass du unsere Sünden vergibst und uns vor dem Feuer rettest, das die unheilige Elektrizität hervorgebracht hat. Und dafür, dass du unsere Seelen durch den wahren Glauben, den uns dein Bote Vater Selantius lehrt. Toll, da drüben ist ein Boot. Komm hier nicht rüber. Hier ist Radioaktivität und ich habe die Maske gar nicht auf. What? Okay. Scheiße, ich komme da nicht rüber. Ich würde gerne noch dorthin. Naja gut, hol mir den Zug. Noch da? Fuck. Der hockt da einfach noch. Hä? Als ob ich hier hinten nie rauskomme. Der Heck.
So, Sky Gamer, ich würde hier jetzt einen kurzen Cut machen im Stream, würde mir noch einen Tee machen und dann bin ich gleich wieder live. Also falls du gleich Lust hast, wieder dabei zu sein, ich bin in ungefähr 5 bis 10 Minuten bin ich wieder live, wenn du Lust hast. So, und an euch Leute, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao. Also ich muss leider das Spiel beenden, ich muss mich dann wieder neu reinladen, weil das anders nie geht. Okay, dann Sky Gamer, bis gleich. Fertig. Tschüss.